Um Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung zu begeistern, findet quer durch Österreich zum zweiten Mal die Beweg-Dich-Schlau-Meisterschaft statt. In St. Marein ging jetzt ein Qualifikationsbewerb über die Bühne. In Summe sind 130 Kinder beteiligt bei dieser Veranstaltung. Sie kommen aus den beiden Schulen, Volksschule St. Marein und Volksschule St. Lorenzen. Die Kinder konnten ihr Können bei 6 Stationen unter Beweis stellen. Die Übungen von Beweg dich schlau fordern Geist und Körper gleichzeitig. Für die teilnehmenden Schulen eine willkommene Ergänzung zum regulären Unterricht. Wir sind froh, dass wir das zweite Mal jetzt innerhalb kurzer Zeit Beweg dich schlau an unsere Schule holen konnten, beziehungsweise dass wir ausgewählt wurden. In der Volksschule Marein spielt Sport grundsätzlich eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben viele Turnstunden für unsere Kinder und merken auch den Benefit daraus, weil die Kinder einfach sehr gerne in Bewegung sind. Beweg dich schlau passt ideal ins Portfolio des Sportvereins St. Marein Lorenzen. Er hat sich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verschrieben. Wir haben in Summe schon fast 1000 Mitglieder, davon sind 650 Kinder. Ja, wir bezeichnen oder positionieren uns auch als Kinder- und Jugendverein und legen auch dementsprechend viel Engagement an den Tag für die Kinder. Ja. Mit der Qualifikation ist die Beweg-Dich-Schlau-Meisterschaft freilich noch nicht vorbei. Der nächste Bewerb findet für die Kinder aus St. Marein und St. Lorenzen am 8. Juni in Köflach statt. Unsere zwei besten Mannschaften können dabei teilnehmen, ja, und wir sind guter Dinge, dass wir auch da gut abschneiden und heuer vielleicht sogar das Bundesfinale erreichen. Das Bundesfinale steht dann am 23. Juni in Schladming an.